Ja, gut. Es ist 14 Uhr. Ich würde beginnen. Wie ihr hier schon sehen könnt, geht es um den Prototype Fund. Den gibt es schon seit 2016. Insofern gibt es hier wahrscheinlich einige von euch, die den schon kennen. Oder wer kennt ihn? Gut, also ich werde auch so trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen, was der Prototype Fund ist, nämlich ein niedrigschwelliges Förderprogramm für FOS-Projekte im Gemeininteresse. Und Prototyp ist da gemeint im doppelten Sinn. Also einmal war 2016 und ist auch jetzt noch die Idee, Projekte im Anfangsstadium zu fördern mit fast 50.000 Euro für 6 Monate, aber eben auch über die Runden hinweg zu beobachten, wie funktioniert das eigentlich? Ist es niedrigschwellig? Erreicht es tatsächlich die FOS-Communities, was eben das Ziel ist? Und ja, daraus werde ich euch einige Erkenntnisse berichten. Und außerdem läuft gerade seit 1. August die 15. Bewerbungsrunde. Und da könnt ihr euch noch bis zum 30. September bewerben. Und wie das geht, werde ich auch kurz erklären. Also erstmal ein paar Zahlen. Wie gesagt, fast 50.000 Euro Förderung, 47.500, das ist so eine krumme Zahl, weil 5% Eigenanteil sind. Es gibt bisher 316 geförderte Projekte, eben über diesen Zeitraum von 7 Jahren, seit 2016. Und da sind insgesamt 13,4 Millionen Euro bisher zusammengekommen. Also es ist eine relativ kleine Förderung, aber wie man sieht, dann über die Jahre hinweg ist da schon einiges zusammengekommen. Kurz, wie kam es dazu? Also 2016 haben sich die Open Knowledge Foundation, für die ich auch arbeite, das ist eine NGO, die sich für freies Wissen und demokratische Partizipation einsetzt mit verschiedenen Projekten, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, was Geldgeber für dieses Förderprogramm ist, und das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt, was die administrative Unterstützung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung macht, zusammengetan und nach dem Vorbild des Prototype Fund der Knight Foundation ein Förderprogramm für FOS in Deutschland gegründet. Und die Knight Foundation ist eine NGO, die sich so ähnlich wie die Open Knowledge Foundation für freie Meinungsäußerung und Journalismus in den USA einsetzt. Wen wir fördern? Ganz kurz: Einzelpersonen oder Teams in Deutschland. Einzelpersonen oder Teams, das ist deswegen besonders, weil oft Förderprogramme sich an Institutionen richten, wie Universitäten oder Unternehmen, und entsprechend auch relativ große personelle Kapazitäten erfordern, um überhaupt erstmal an die Förderung zu kommen. Das soll beim Prototype Fund nicht sein. Die Anforderungen an BewerberInnen sind nur, dass man volljährig ist, selbstständig tätig. Selbstständig heißt dabei aber nicht, dass man voll selbstständig arbeitet. Wir haben auch einige Angestellte oder Studierende. Es ist sogar möglich, sich als Person im Ruhestand zu bewerben. Also es ist einfach wichtig, dass für die Stunden, die durch den Prototype Fund bezahlt werden, für die Softwareentwicklung, die stattfindet, dass man für diesen Zeitraum selbstständig arbeitet, technisch versiert. Also die Idee ist, dass man eben selbst als Team oder als Einzelperson in der Lage ist, das Projekt auch umzusetzen. Das heißt nicht, dass jede einzelne Person das allein schaffen müsste. Es ist sogar oft sehr gut, wenn es Teams sind, die das zusammen machen. Aber es soll eben nicht durch Auftragnehmer umgesetzt werden. Und wohnsitz- und steuerpflichtig muss man sein in Deutschland, was natürlich schon bestimmte Begrenzungen gerade im FOS-Bereich bedeutet, weil da oft internationale Communities arbeiten. Das ist aber dadurch, dass es eine öffentliche Förderung ist, durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung,
die Bedingungen. Was wir fördern? Innovative Softwareprojekte im Gemeininteresse, wie ich eben schon gesagt hatte. Und was heißt das? Also einmal müssen die Projekte in 6 Monaten realisierbar sein. Realisierbar, auch da ist es eben ein Prototyp, soll am Ende das Ergebnis sein. Es muss nicht, also es kann es ja auch nicht in 6 Monaten eine fertige Software sein, wo nichts mehr dran zu tun ist, aber das ist gemeint mit realisierbar in 6 Monaten. Es muss unter einer FOSS-Lizenz veröffentlicht sein. Welche Lizenz das ist, das steht den Geförderten frei. Aber es muss FOSS sein. Und innovativ, auch das ist natürlich ein sehr offener Begriff. Der Prototype Fund versteht das sehr breit. Also es kann auch sein, dass es eine Software zugänglich macht für neue Nutzerinnengruppen oder in neuen Kontexten anwendbar macht, niedrigschwelliger anwendbar. Das ist mit innovativ gemeint und im Gemeininteresse ist, dass es eben die NutzerInnen im Fokus hat und deren selbstbestimmte Nutzung von Technologie. Das wird definiert anhand von 4 Förderschwerpunkten. Das ist Civic Tech, Infrastruktur, Datensicherheit und Data Literacy. Und anhand von 4 Projekten werde ich jetzt einmal kurz vorstellen, was diese Begriffe heißen. Civic Tech ist Software, die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Und ein Projekt, was ich hier mitgebracht habe, ist The Open Hearing Project. Das ist eine Open-Source-App, die es ermöglicht, NutzerInnen, die Hörgeräte nutzen, diese entsprechend ihrer medizinischen Bedürfnisse und Präferenzen selbst anzupassen. Das heißt, es wird da ermöglicht, dass die Partizipation am gesellschaftlichen Leben und eben auch die Selbstbestimmung, weil die Hörgeräte oder Hörhilfen nach den eigenen Wünschen angepasst werden können. Ein Projekt, was zum Förderschwerpunkt Data Literacy gehört, ist das Projekt Open Sanctions. Da geht es darum, Daten, die Informationen darüber, zum Beispiel Korruption geben, einfacher nutzbar zu machen und zugänglich zu machen. Das wird zum Beispiel von JournalistInnen genutzt, aber ist auch interessant für Finanzdienstleister. Ein Projekt, was der Prototype Fund gefördert hat, was Data Literacy, Datensicherheit ist, ist OpenMLS. Das ist MLS ist ein Messenger Layer Security Protokoll, also ein Protokoll für Datensicherheit. Und OpenMLS ist eine Implementation dafür, die das eben weiter zugänglich machen soll. Und ein Projekt, was zum Förderbereich Infrastruktur gehört, ist das Projekt Generalisierung von OpenStreetMap bzw. Generalisierung von OpenStreetMap-Daten von OSM2 PGSQL. Da geht es um OSM2 PGSQL, was ein Tool ist, was OpenStreetMap-Daten zu hilft, OpenStreetMap-Daten zu Karten zu machen und dafür eine Generalisierungsfunktion bereitstellen soll. Das heißt, es vereinfacht das Zoomen in Karten und aus Karten raus, dass da immer die richtigen Daten angezeigt werden. Und das ist eben Infrastruktur, weil es diese Anwendungssoftware von Karten verbessert. Nun zum Punkt, wie bewirbt man sich? Wie ich ja schon anfangs gesagt hatte, ist der Anspruch des Prototype Fund, dass es leicht ist und mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden. Sind wir natürlich ein öffentlich gefördertes Projekt, das heißt, es gibt einige Anforderungen, die wir nicht vermeiden können oder die notwendig sind. Der erste Schritt ist aber ganz einfach, das heißt, es gibt nur 11 kurze Fragen, die zu beantworten sind.
Und bei allem Weiteren gibt es Unterstützung und auch das ist recht niedrigschwellig gehalten, da komme ich gleich zu. Aber hier einmal drei Beispielfragen, die zu beantworten sind. Also welche gesellschaftliche Herausforderungen willst du mit dem Projekt angehen? Da geht es eben um das Gemeininteresse, ob das Projekt im Gemeininteresse ist. Wie willst du dein Projekt technisch umsetzen? Ist die technische Expertise im Team da? Gibt es einen durchdachten Plan? Und welche ähnlichen Ansätze gibt es? Das gibt Anhaltspunkte darüber, wie innovativ ist das Projekt, aber auch setzt es an Existierendem an und erweitert es im Sinne des FOSS-Gedanken. Ein paar Zahlen dazu, wie der Prototype Fund ankommt. Also unten sieht man die Runden von Runde 1 bis 14 und auf der Y-Achse die bewerbenden Zahlen. Im Durchschnitt sind es 264 Bewerbende und 25 Projekte werden im Schnitt ausgewählt für die Förderung. Das heißt, es gibt eine Förderquote von 10%. Es lohnt sich also, es mal zu versuchen. Man sieht auch, da sind einige Schwankungen drin. Jetzt gerade in Runden 11 bis 13 gab es weniger Bewerbungen. Möglich ist, dass es mit Corona zusammenhängt. Das sind genau die Runden, wo die Bewerbungsphasen in die Hochzeiten von Corona fielen, aber ja, also ich würde da mal herauslesen, dass es bleibendes Interesse gibt, also es ist nach wie vor Bedarf gibt an dieser Förderung. Eine Runde ist 6 Monate und es gibt jeweils 2 Runden pro Jahr. Das heißt, das anfängt mit 2016 und die letzte Bewerbungsphase 2014 war jetzt Anfang 2023, die Bewerbungsphase. Ja, komme ich auch gleich noch zu. Also wer sich bewirbt, das ist genau jetzt. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, es gibt Studierende, freiberuflich Angestellte, die sich bei uns bewerben. Da sind viele dabei, die schon FOSS-Erfahrung haben, manchmal auch neue, gerade eben dann zum Beispiel Studierende, die so in die FOSS-Entwicklung reinkommen. Und es gibt auch einige Bewerbende, die mehrfach gefördert werden und auch einige, die sich mehrfach bewerben und dann wir haben auch Fälle, da haben sich die Leute, haben es über mehrere Runden versucht und dann geschafft nach einigen Runden. Wir geben auch Feedback, also das heißt, wir versuchen auch zu ermöglichen, dass selbst wenn man es nicht mit der Förderung schafft, dass dann aber trotzdem was mitgenommen werden kann, dass es nicht umsonst war. Also auf der Karte sieht man, woher kommen die Leute. Es ist schon deutschlandweit verteilt. Aber ganz klar, die Großstädte und ganz besonders Berlin sind die Orte, von denen die meisten Teilnehmerinnen am Prototype Fund kommen. Ein Frauenanteil von 20-25%, also der Prototype Fund hat den Anspruch, auch gerade in der Softwareentwicklung unterrepräsentierte Gruppen anzusprechen. Also als Vergleich, es gibt eine McKinsey-Studie vom letzten Jahr, dass in der europäischen Tech-Industrie der Anteil an Frauen bei 22% liegt. Da ist jetzt der Prototype Fund nicht überdurchschnittlich, aber auf jeden Fall auch nicht unterdurchschnittlich. Und der Anteil an zuvor Geförderten, also das war diese Frage, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt über alle Runden verteilt bei etwa 20%. Also es gibt schon auch einige, die wiederkommen. Genau. Wie wir auswählen? Transparent, soweit wir das machen können. Und mit einer Expertinnenjury. Also der Ablauf ist so, dass zunächst eine Shortlist durch das Team der Open Knowledge Foundation und des DLR erstellt wird. Auf Grundlage dieser Shortlist erstellt dann die Jury in einer Jury-Sitzung einen Fördervorschlag. Die Jury ist öffentlich bekannt, also auf unserer Website kann man alle Jurymitglieder
sich angucken. Und wir meinen mit ExpertInnen eben auch nicht nur einfach Menschen, die etwas von Softwareentwicklung verstehen, sondern auch wirklich, dass es Menschen, die einen Bezug zu FOSS haben. Also zum Beispiel, hier haben wir auch heute in unserem Publikum ein Jurymitglied, Dr. Imhold Rogalla. Und diese Jury erstellt dann diesen Fördervorschlag von 25 Personen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht sich diesen dann an und hat die finale Entscheidungsmacht darüber, richtet sich aber in der Regel nach diesem Vorschlag und auch das hatte ich ja eben kurz schon angesprochen, danach haben alle Geförderten, nicht Geförderten, also alle, deren Bewerbung nicht angenommen wurde, die Möglichkeit, nach Feedback zu fragen, individualisiert und mit inhaltlichen Rückmeldungen, woran die Bewerbung gescheitert ist. Dann kurz zum, wie läuft das dann ab, also wenn man angenommen wurde. Auch da versuchen wir, das so einfach wie möglich zu machen. Administrative Fragen, was dann noch übrig bleibt an Administrativem, ist einmal der formale Antrag. Also wenn diese Jury-Sitzung stattgefunden hat, gibt es einen Fördervorschlag und dann muss aber noch ein formaler Antrag gestellt werden, was eben oft der erste Schritt ist bei Förderprogrammen. Dabei helfen wir, beziehungsweise das DLR hilft dabei und dann müssen Zahlungsanforderungen gestellt werden, quartalsweise und ein Abschlussbericht. Das sind die hauptadministrativen Punkte. Bei allem unterstützen wir mit Workshops, mit Sprechstunden, auch mit individualisierter Beratung, wenn das gewünscht ist. Bei der Projektentwicklung sind die meisten Teams super fit, aber auch da unterstützen wir, wenn das gewünscht ist, mit Coachings, mit regelmäßigen Sprechstunden. Also es gibt auch Austausch zwischen den Geförderten, den wir unterstützen, über Calls und eine Chatplattform zum Beispiel. Und ein Punkt, der natürlich auch sehr wichtig ist für ein erfolgreiches Projekt, ist die Präsentation gegenüber NutzerInnen, möglichen EntwicklerInnen und auch GeldgeberInnen. Gerade zum Punkt der Finanzierung sage ich gleich auch noch was. Und da helfen wir, indem wir zum Beispiel die Projekte über unsere Website, über unseren Podcast bekannter machen. Wir haben einen Demo-Day, der auch im September wieder stattfindet, zu dem ich auch ganz herzlich einladen möchte in Berlin. Und punktuell stellen wir auch Kontakte her zu Organisationen, wenn das gewünscht ist. Was sich geändert hat, also einmal die thematische Offenheit. Zu Beginn des Prototype Funds gab es Themenschwerpunkte für jede Bewerbungsrunde. Da wurde vorgegeben, was sind die Themen, zu denen man sich besonders gern bewerben kann. Das wurde aber aufgegeben, weil wir festgestellt haben, dass eigentlich die Ideen in der FOSS-Community schon alle da sind und da eigentlich das nur begrenzt, wenn man vorgibt, wozu denn die Bewerbung nun eingereicht werden sollte. Dann gab es eine Aufstockung der Fördersumme von 30.000 auf 47.500, recht am Anfang, seitdem aber noch nicht wieder. Dann wurde das Coaching-Angebot ausgebaut. Das war am Anfang, wie auch bei dem Vorbild Prototype Fund in den USA, sehr stark auf Design ausgerichtet. Und das ist auch jetzt noch ein wichtiger Schwerpunkt. Aber wir haben das weiter flexibilisiert. Das heißt, die Geförderten können auch auswählen, wozu sie genau Unterstützung brauchen. Was eben beim Prototype Fund, dadurch, dass es sehr unterschiedliche Erfahrungshintergründe gibt bei den Teilnehmenden, sehr wichtig, sich als sehr wichtig erwiesen hat. Und wir haben eben die Informations- und Austauschangebote
weiter ausgebaut. Also zum Beispiel der Podcast, den ich eben angesprochen hatte, ist neu dazugekommen. Wir haben ein Wiki, eine Knowledge Base und versuchen eben immer weiter Kontakte zu knüpfen zu Stakeholdern auch. Außerdem ein wichtiger Punkt, an dem wir kontinuierlich arbeiten, aber der gerade eben bei einem öffentlich geförderten Projekt auch nicht immer einfach ist, ist die zunehmende Nutzung von FOSS selbst auch im Förderprozess. Unser neuester Schritt dabei ist, dass unsere Bewerbungsplattform jetzt auch eine Open-Source-Bewerbungsplattform ist. Also die meisten Dinge sind FOSS, aber das ist auch für uns immer ein Punkt, an dem wir weiterarbeiten. Was die wichtigen Punkte für uns sind für die Zukunft, ist, dass wir noch breitere Zielgruppen ansprechen wollen, also zum Beispiel eben den Frauenanteil vielleicht überdurchschnittlich zu, einen überdurchschnittlichen Frauenanteil zu erreichen. Und auch da verbunden damit eben die bürokratischen Hürden weiter abzubauen, die sicher auch einige noch immer, auch wenn es, wie ich ja versucht habe darzustellen, schon ein sehr niedrigschwelliges Programm ist, noch weiter abgebaut werden könnten. Und auch die Vernetzung, gerade in den Bereich der öffentlichen Auftraggeber, könnte man sicher noch weiter ausbauen. Wenn ihr Tipps habt, was ein Förderprogramm noch haben sollte, was ich jetzt nicht genannt habe, könnt ihr mir die auch gerne zurückmelden. Ja, jetzt vielleicht von dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, aber auch natürlich, wenn ihr dabei seid. Genau, ich hatte eben gesagt, dass der Prototype Fund auch selbst ein Prototyp ist. Was das heißt für uns, ist, dass wir eben kontinuierlich uns die Förderung selbst angucken und evaluieren. Also wir sprechen mit den Geförderten, führen Interviews, machen Umfragen und halten das auch fest. Mit dem Gedanken natürlich einmal, dass nachvollziehbar ist, was machen wir eigentlich mit dem öffentlichen Geld? Ist das hier richtig angelegt? Und auch, um andere Förderprogramme zu informieren darüber, wie wir das machen, was wir gelernt haben, was wir aufgegeben haben, was wir neu dazugenommen haben. Dann gibt es thematische Berichte zu Open-Source-Entwicklung, zu Themen wie Datensicherheit, zu Gesundheitsanwendungen und so weiter. Die veröffentlichen wir in Berichten, in Blogposts, in unseren Podcasts, in unserer Knowledge Base, also einfach über die Förderung hinaus wollen wir Wissen über FOSS und verschiedene Anwendungskontexte zugänglich machen. Und wir beraten andere Förderprogramme. Der Prototype Fund ist zum Beispiel Vorbild gewesen für den Prototype Fund Hardware, der sozusagen das ergänzende Förderprogramm für Hardware-Projekte ist, für den Prototype Fund Schweiz, in der Schweiz, und den Unlock Accelerator von der Wikimedia Foundation. Genau. Jetzt ist der Prototype Fund ein 6-monatiges Programm, das eben die Initialförderung geben soll. Da werden wir oft gefragt, was passiert eigentlich danach? Die meisten Projekte werden nach der Förderung weitergeführt, zumindest unmittelbar danach, und haben aber oft noch nicht die langfristige Finanzierung gesichert. Dazu ist einfach der 6-monatige Zeitraum zu kurz, um da eben dieses Projekt zu entwickeln und ein Geschäftsmodell aufzubauen. Es gibt aber einige Projekte, bei denen wir sehen konnten, dass sie das sehr gut geschafft haben. Und um einfach so ein bisschen Ausblick zu geben, was ist eigentlich danach, werde ich so ein paar von diesen Möglichkeiten anhand von Beispielen zeigen. Also ein naheliegender Weg
ist natürlich die Folgeförderung. Das ist gerade für Projekte, die ganz am Anfang stehen, oft der beste Weg. Und da ist aber die Voraussetzung, dass es ein passendes Förderprogramm gibt. Die App Drip, das ist eine datenschutzkonforme Zyklus-Tracking-App, hat das mit dem Feminist Tech Fellowship gemacht. Also der Name sagt ja schon, dass es wie zugeschnitten ist auf die App. Und das ist aber leider nicht immer möglich. Ich habe mal hier so eine Übersicht mitgebracht, was sich so seit 2016 getan hat. In der öffentlichen Förderlandschaft, es gibt natürlich auch privat von Stiftungen Förderprogramme, das sind jetzt öffentliche Förderprogramme, da ist der Prototype Fund ein sehr kurzfristiges und auf Innovationen ausgerichtetes Förderprogramm. Es gibt neu hinzugekommen, aber auch einige Medienförderprogramme wie das Media Tech Lab oder die Innovationsförderung des Medieninnovationszentrum Babelsberg, das beides von den Landesmedienanstalten von Berlin, Brandenburg bzw. Bayern. Es gibt einige längerfristige, das heißt auch mit größerem Fördervolumen, Förderprogramme, die Civic Innovation Plattform und die KI-Leuchttürme, das sind beides von Ministerien geförderte Programme, die eben einen KI-Schwerpunkt haben. Und dann gibt es gerade bei dem Infrastrukturbereich, der natürlich jetzt unter dem Stichwort digitale Souveränität wichtiger geworden ist, den Sovereign Tech Fund in Deutschland, auch durch das Wirtschaftsministerium gefördert, und die NGI Zero Funds, die werden von der Europäischen Kommission zusammen mit der NL Net Foundation finanziert. Da kann man jetzt draus sehen, dass es insgesamt eben so ein bisschen so ein Flickenteppich ist. Also es gibt für bestimmte Themen gibt es sehr gute Möglichkeiten, für andere aber wiederum nicht. Das heißt, was fehlt, sind Fördermöglichkeiten, die flexible Themen oder verschiedene Themenbereiche noch mehr abdecken. Auch gerade für diesen Punkt nach dem Prototype Fund, die Förderung nach der Initialförderung, die nicht mehr ganz so innovationsgetrieben vielleicht ist, die könnte noch mehr gefördert werden. Und auch langfristig angelegte Projekte, deren Maintenance und Weiterentwicklung, da gibt es jetzt eben diese Infrastrukturprojekte, aber auch das ist noch eher, könnte noch ausgebaut werden. Es muss aber nicht immer ein Förderprogramm sein. Es gibt noch ein paar andere Wege, die Prototype Fund Projekte gegangen sind und zu denen ich kurz Beispiele nennen möchte. Einmal, es kann es sein, dass das Projekt an ein größeres Projekt anschließt und in dieses integriert wird. Wenn dieses größere Projekt eine solide Finanzierung hat, kann das sehr attraktiv sein. Da ist natürlich wichtig, dass es klare Absprachen gibt und ein Vertrauensverhältnis zu dem größeren Projekt, weil man gewissen Gestaltungsspielraum da eventuell natürlich abgibt. Ein Projekt, bei dem das gut funktioniert hat, ist Nextcloud Collectives. Das ist ein Tool für die Selbstorganisation, ursprünglich gedacht für soziale Bewegungen und AktivistInnen. Da hat sich herausgestellt, dass das auch sehr gut für Geschäftskunden von Nextcloud funktioniert in anderen Kontexten. Und das ist dann eben in Nextcloud aufgegangen. Also ist jetzt eine App von Nextcloud und die Entwickler von Nextcloud Collectives können das auch unter der Schirmherrschaft von Nextcloud weiterentwickeln. Ein weiterer Weg ist, dass man Spenden sammelt. Das ist natürlich gerade für Projekte mit großer Bekanntheit eine Möglichkeit, bei denen auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen einer breiten und zahlungskräftigen Gruppe bekannt ist. Was da in gewisser Weise auf jeden Fall hilfreich ist, ist der gemeinnützige Status,
was die Gründung einer gemeinnützigen Organisation voraussetzt, wie das zum Beispiel die Mastodon GmbH gemacht hat. Also Mastodon muss jetzt wahrscheinlich niemandem erklären, was das ist. Da hat der Prototype Fund Apps und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gefördert und die haben eben eine GmbH gegründet und können demnach auch Spendenquittungen ausstellen und auch, haben auch einige größere Spender. Das ist, wie gesagt, an diesen gemeinnützigen Status gekoppelt. Das ist nicht für alle, gerade kleinere Projekte, eine Möglichkeit. Deswegen gibt es nicht erst seit 2016, aber es wird immer verbreiteter, diesen Gedanken des Fiscal Sponsorship. Da ist es so, dass eine gemeinnützige Organisation ihren gemeinnützigen Status und an das Projekt übergibt oder das Projekt ihnen dafür nutzen kann, Spenden zu sammeln und diese gemeinnützige Organisation auch einige administrative Aufgaben übernimmt. Das geht auch ohne den gemeinnützigen Status. Es gibt zum Beispiel die WTF-Kollektive in Hamburg, wo es rein diese Abwicklung ist von Rechnungen und administrativen Fragen. Das allein kann auch schon sehr hilfreich sein. Bekannte Beispiele von solchen Fiscal Sponsors sind Open Collective oder die Software Freedom Conservancy, die es zum Beispiel schon seit 2006 gibt. Und auch beim Prototype Fund ist das schon für Projekte ein guter Weg gewesen. Also zum Beispiel die Plattform Speakerin, das ist eine Plattform, die erreichen soll, dass Frauen präsenter werden auf Vorträgen, in Panels und so weiter. Da können Frauen, die Expertise zu einem Thema haben, ein Profil anlegen und dann eben auch von VeranstalterInnen gefunden werden. Und wie man hier unten sehen kann, kann man für Speakerinnen über den Kombüse e.V. spenden. Und der ist dann eben genau so ein Fiscal Sponsor für Speakerinnen. Und zum Abschluss noch zwei Wege für die Finanzierung. Das ist einmal Software as a Service und beziehungsweise Hosting. Das ist natürlich vor allem für Webanwendungen, für dieses Hosting braucht, relevant. Das setzt aber voraus, dass es eine einsatzfähige Software gibt, was vielleicht eher ein etwas späterer Zeitpunkt ist, dann nach dem Prototype Fund. Und Kundinnen mit regelmäßiger Zahlungsbereitschaft, also besonders größere Organisationen. Ähnlich dazu auch für größere Organisationen, die Software für einen längeren Zeitraum benutzen, sind die maßgeschneiderte Weiterentwicklung und Auftragsentwicklung. Das setzt außerdem voraus, dass es bestimmte Teile der Software in genau dem Kontext dieser Organisation braucht, die dann Zahlung zahlt. Also es ist ja, es kommt natürlich darauf an, ob man das dann auch unter freier Lizenz veröffentlicht. Ja. Ein Beispiel dafür ist Pretix, also sowohl für Software as a Service als auch Auftragsentwicklung. Das ist ein Ticketshop, der eine Alternative zu anderen Ticketshops, die oft sehr teuer sind oder fragwürdige Datenschutzpraktiken haben, sein soll und für die eben größere Organisationen, die Veranstaltungen planen, ist das ein geeignetes Geschäftsmodell. Was sich bei Software as a Service und Hosting entwickelt, ist zum einen, dass es immer häufiger auch bei öffentlichen Auftraggebern erprobt oder genutzt wird. Bei Hosting, das ist ein etwas unsichereres Geschäftsmodell vielleicht, weil das auch immer öfter von Cloud-Anbietern angeboten wird, freie Software zu hosten. Aber beide Wege sind sicherlich sehr wichtig als Geschäftsmodell für FOSS und für Prototype-Fund-Projekte.
Und was wir denken, was da noch fehlt, ist die größere Vernetzung zu Organisationen. Das, wie ich eben auch schon gesagt habe, ist auch ein Ziel von uns als Prototype Fund, Geförderten da die Möglichkeit zu geben, Kontakte zu knüpfen und natürlich Vorbehalte abzubauen gegenüber FOSS. Mein Fazit zu Fördermöglichkeiten oder Finanzierungsmöglichkeiten, also der Prototype Fund ist sicherlich ein sehr niedrigschwelliges, einfaches Projektprogramm als Einstiegspunkt für eine Vielzahl an Projekten. Es fehlen allerdings noch mittel- und langfristige Fördermöglichkeiten. Es ist nicht unmöglich, also es gibt gute Beispiele, aber es könnte sicherlich noch einfacher gemacht werden. Und es gibt Geschäftsmodelle für FOSS und die könnten aber auch bei Förderprogrammen noch besser unterstützt werden. Gut, jetzt hatte ich am Anfang schon gesagt, wir suchen gerade wieder neue Projekte. Also wenn die ein oder andere von euch hier ist, auch um sich darüber zu informieren. Also jetzt sage ich noch was zu der aktuellen Runde, Runde 15. Nochmal die wichtigsten Punkte. Die Förderung findet zwischen März 2024 und August 2024 statt. Die Auswahl jetzt im Herbst und die Bewerbungsfrist ist der 30. September. Das Projekt kann allein oder in einem kleinen Team entwickelt werden. Und wir bieten die Möglichkeit, eben neben der Finanzierung zu lernen, durch Coaching, aber auch durch die Unterstützung der Projektbetreuung, durch die anderen Geförderten, mit denen wir den Austausch fördern. Und durch die Plattform, die wir auch bieten, über unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ein paar Tipps für die Bewerbung. Also sprecht eine Sprache, die jeder oder jeder versteht. Also es sollte im besten Fall auch eine Person, die technisch nicht so viel von eurem Gebiet versteht, das nachvollziehen kann, was ihr machen wollt. Beantwortet die Fragen möglichst genau. Wenn da irgendwas nicht drin steht, das passiert immer wieder, was aber für die Bewerbung super wichtig ist. Wir können nur aufgrund dieser schriftlichen Bewerbung auswählen. Es ist immer traurig, wenn da dann irgendein Punkt, der eigentlich aus eurer Sicht klar ist, nicht drin steht. Beschreibt die Pläne technisch so konkret wie möglich. Wie ich gesagt hatte, es ist das Ziel, dass ihr bzw. euer Team in der Lage ist, das Projekt umzusetzen. Das heißt, aus der Bewerbung sollte das auch hervorgehen. Und gibt es schon ähnliche Projekte? Also es ist ein Innovationsförderungsprogramm. Das heißt, es sollte neu sein. Aber die Idee ist nicht, dass ihr das Rad neu erfindet, sondern dass ihr euch auf Bestehendes bezieht. Wenn es Dinge gibt, die ähnlich sind zu einem Projekt, benennt die klar und sagt, was daran noch nicht ausreichend ist, was fehlt, warum es euer Projekt braucht. Weitere Tipps und Kriterien für die Auswahl findet ihr auch hier unter diesem Link oder wenn ihr uns unter prototypefund.de sucht und ihr könnt uns auch jederzeit gerne E-Mails schreiben und eure Fragen stellen. Für diejenigen, die sich noch nicht bewerben wollen in dieser Runde, ist auch noch die Möglichkeit, das im nächsten Frühjahr zu tun. Und ob ihr euch bewerbt oder nicht, alles von euch sind herzlich eingeladen, zum Demo Day am 1. September in Berlin-Kreuzberg zu kommen. Wie ihr seht, ist das nicht immer nur Frontalprogramm. Also der Demo Day dient dazu, die Projekte der aktuellen 14. Förderrunde vorzustellen. Wir werden eine Keynote von Dr. Irmhild Rogalla zum Thema digitale Barrierefreiheit haben. Aber wir werden auch Live-Demos haben, was ihr hier sehen könnt, und Austauschmöglichkeiten. Und es gibt sogar Catering.
Genau, also das wären meine Punkte. Ihr findet uns auch auf Mastodon. Ihr könnt uns über info@prototypefund.de schreiben. Und Fragen könnt ihr mir aber auch jetzt gerne persönlich stellen. Ja. Ja. Aber nicht unbedingt thematische Projekte. Das ist ja schon ein Unterschied. Könnt ihr sagen, wir entwickeln das Tool XY in Hinsicht der Barrierefreiheit weiter. Das ist das Projekt. Ja. Wer daran arbeitet, haben wir vielleicht einen groben Plan, aber es ist noch nicht ganz so genau. Ja, also es ist so, es ist Projekt mit einem Team, dass das umsetzt, was wir für die Bewerbung wissen wollen. Es ist nicht so, dass, wenn ihr ein Team seid, dass alle einzelnen Teammitglieder schon feststehen müssen zu Beginn der Förderung. Was aber aus der Bewerbung hervorgehen sollte, ist, dass ihr als Team in der Lage seid, das umzusetzen. Genau, also Unternehmen sind nicht förderfähig. Okay, und dann gibt es die Fördersumme und kann die Fördersumme für beliebige Dinge, die sozusagen dem Projektziel förderlich sind, verwendet werden, oder gibt es da Einschränkungen für? Oh. Gibt es da Einschränkungen für, keine Ahnung, kann ich damit auch reisen oder kann ich damit eine Frostcon besuchen? Muss ich damit Leute bezahlen? Kann ich Material einkaufen? Oder gibt es da Programm? Also diese Fördersumme, 47.500 Euro, die maximale Fördersumme, das ist ein Stundenlohn für Softwareentwicklung. Also ihr könnt angeben, was euer Stundenlohn ist und die Zahl der Stunden, die ihr plant, an dem Projekt zu arbeiten. Und das darf dann eben diese 50.000 Euro an insgesamten Volumen nicht überschreiten. Und darüber hinaus gibt es keine finanzielle Förderung. Also wir können nur die Entwicklungszeit, den Stundenlohn dafür bezahlen. Wie ihr dieses Geld dann nutzt, was euch ausgezahlt wird für eure Entwicklung, das liegt bei euch. Aber es gibt sozusagen darüber hinaus kein Budget leider für Tickets zu Konferenzen, genau. Okay, verstehe ich. Okay, und dann ganz großes Fragezeichen ist für mich noch, nach was für Kriterien werden denn die geförderten Projekte ausgewählt? Das kam ja ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. Mhm. Oder zumindest war es mir nicht richtig transparent. Ich meine, es gibt ja sehr unterschiedliche Dinge, die ich mir vorstellen könnte, die förderbar sind. Keine Ahnung, wenn ich jetzt davon rede, Bienenblumenwiesen analysieren und monitoren im Verhältnis zu eine Middleware-Library Layer einziehen bei einem Datenbankenmodell, dann klingt das eine erheblich viel spannender erstmal als das andere, aber das andere ist vielleicht auch viel nützlicher. Also was sind mögliche Kriterien für die Auswahl dieser Expertenrunde? Ja, also der Prototype Fund hat ein sehr breites Profil. Also das heißt, das ist der Anspruch, dass er jetzt nicht einfach, also Infrastruktur ist ja wie gesagt auch ein Förderschwerpunkt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ein Projekt, was irgendwie das schöne Bild produziert, zu fördern, sondern es geht schon um Durchdachtheit, um darum, dass es so etwas noch nicht gibt, dass es eine große Nutzerinnengruppe gibt zum Beispiel. Geht das jetzt in die richtige Richtung, die Beantwortung? Also es gibt diese Kriterien, die ich genannt hatte, und wie dann eben solche Projekte gegeneinander abgewogen werden, da kommt es darauf an, wie überzeugend die Bewerbung ist in diesen verschiedenen Punkten. Also sind die Leute
ist der Plan klar? Also sind die Meilensteine? Was habe ich vor? Zu welchem Zeitpunkt der Förderung ist das überzeugend dargestellt in der Bewerbung? Habe ich dargestellt, wie ich die Leute erreichen möchte? All diese Dinge. Und ganz konkret im Einzelfall entscheidet das dann die Jury. Und macht die Jury ihre Entscheidung irgendwie transparent? Also diese Transparenz, es wird jetzt nicht das gesamte Protokoll der Jury-Sitzung veröffentlicht, aber die nicht Geförderten, die sich beworben haben, können im Nachhinein uns schreiben und wir geben dann inhaltliches Feedback. Das heißt, wir sagen, in diesem Punkt wurde diskutiert und das war noch nicht ganz klar in der Bewerbung und deswegen wurde das Projekt nicht ausgewählt. Das ist einfach meine Erfahrung, dass das ein Problem ist mit allen Förderprogrammen, dass es ganz viele Dinge gibt, gerade im Open-Source-Umfeld, die sehr förderwürdig sind aus einer, ja nicht nur Infrastruktur, aber da in der Infrastrukturwelt kann man es besonders gut sehen. Wir hatten jetzt irgendwie Anfang des Jahres diese Log4j-Geschichte. Das ist super unsexy von der Technik, aber super wichtig für die komplette IT-Welt, komplett. Und im Gegensatz dazu ist natürlich irgendwie so ein schönes Smartphone-Projekt, wo dann irgendwie Blumen ins Wiese gezählt werden oder sowas, viel sichtbarer, viel verständlicher, viel zugänglicher. Mhm. Und werden dann häufig auch ausgewählt, ist meine Wahrnehmung. Ja, also der Anspruch des Prototype Fund ist auf jeden Fall, dass auch andere Projekte eine Chance haben. Also zum Beispiel jetzt dieses Projekt Generalisierungsfunktion für OSM2 PGSQL ist bestimmt kein Projekt, was sich über jetzt die FOSS-Community und Leute mit einem gewissen technischen Know-how gut verkauft. Also oder jetzt eins von diesen Smartphone-Projekten ist, aber der Prototype Fund ist natürlich kein Programm, was Maintenance und fördert. Also es ist ein Innovationsförderprogramm und es geht auch darum, neue Projekte zu starten. Ja. Ich habe das Mikro, ich mache einfach weiter. Ja, erstmal vielen Dank für den Talk und genau, vielen Dank, dass es euch gibt. Ich hatte das Glück, da auch mal gefördert zu werden. Möchte nochmal unterstreichen, probiert es. Unglaublich angenehm ist, dass euer Einsatz sozusagen, also dieser Bewerbungsprozess ist sehr angenehm. Alle Menschen, ob es klappt oder nicht, sehr angenehm. Und das kann man relativ zügig schreiben. Also wenn ihr mal andere Förderprogramme versucht habt zu bekommen, das ist immer deutlich brutaler, was so den ganzen Vorabaufwand angeht. Deswegen da keine Scheu. Ich habe eine Frage. Du hast jetzt mehrfach betont, ihr seid sozusagen, um Innovationen zu fördern. Und ich weiß, dass das auch so ein bisschen umstritten ist, dieser ganze Innovationsbegriff. Und also, ne, dass das nicht eure Aufgabe ist, ist völlig klar. Und ihr seid irgendwie die Guten in der Geschichte. Aber was mich interessieren würde, habt ihr so ein bisschen... Was ist so deine Einschätzung über die Jahre, die ihr das jetzt macht? Hat sich da was auf Seiten zum Beispiel beim BMBF bewegt? Weil es ja schon einfach ein Haufen, also ich verstehe, dass man das am Ende eine politische Einschätzung, dass man sagen kann, wir wollen hier Innovationen fördern und dann sind das entweder coole Startups, die sich da durchschlagen in Berlin-Mitte oder nicht. Und das finden wir auch genau richtig so und
Freiheit oder so ähnliche Sachen. Aber da bleibt ja sehr viel auf der Strecke. So, und hast du das Gefühl, dass das, also wird das da wahrgenommen, wird das irgendwie reflektiert? Haben sie sich ein bisschen weich kochen lassen über die Jahre? Was für Hebel gibt es da vielleicht noch, um das weiter zu unterstützen? Weil das halt schon einfach für eine bestimmte Klasse von Projekt bedeutet, dass man kann das einmal umsetzen und danach auch, aber im Zweifel immer, ich sag mal, prekär beschäftigt. So. Ja, also das kommt natürlich immer darauf an, mit wem man da spricht. Ich habe schon den Eindruck, dass dass man da Gehör findet, auch wenn man erklärt, dass FOSS und Innovation, also dieser Gedanke von erweitern bestehendes Nutzen und nicht ganz von vorn anfangen und Dinge revolutionieren als geniales Genie in seiner Kammer, dass das schon ankommt. Was war der zweite Punkt? Also dieser Gedanke des Gemeinnützigen, das steht ja schon beim Prototype Fund auch sehr stark im Vordergrund. Ich habe jetzt zwar die, weil es hier auch um Finanzierung geht, ich habe jetzt die Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten da der längerfristigen Finanzierung im Vortrag beschrieben, aber es geht beim Prototype Fund, und das ist auch vom BMBF, so wie ich das wahrnehme, gewünscht, auch darum, Dinge ausprobieren zu können, zu lernen, und wenn es nicht klappt, dann heißt das nicht, also, und klappt ist ja dann auch schon die Frage, inwiefern, also ob das jetzt ein Unternehmen wird, was sich mit Weiterentwicklung finanziert, oder ob das ein Community entwickeltes Projekt wird mit einer größeren Community, das kommt schon an, dass es da auch unterschiedliche Erfolgswege gibt, würde ich sagen. Ja, toll, dass es das gibt. Danke für den Vortrag auch. Ich habe da eine schöne Geschichte, weil ich entwickle mich seit 10 Jahren selbst finanziert. KfW-Kredite gibt es nicht, weil man die nicht bekommt, weil man sich nicht selber finanzieren darf über KfW-Kredite. Business Angels wollen ein tolles Geschäftsmodell, was es gibt, aber ich will es halt FOSS machen, und wollen dann 80% des Ertrages, und das dann auch nach Möglichkeit nach einem Jahr. Ich habe jetzt 10 Jahre entwickelt, bin im Prinzip bald fertig, aber mir geht die Puste aus. Macht ihr sowas dann auch noch? Ich habe da noch unheimlich viel zu tun, weil ich muss noch unheimlich viel dokumentieren und so weiter. Da reicht also sicherlich auch ein halbes Jahr nicht hin. Aber, und es ist hochgradig innovativ. Ja, also Dokumentation gehört natürlich zur Entwicklung eines Projekts dazu, aber nur Dokumentation zum Beispiel wäre jetzt ja, ich muss auch Version 2 machen, ist klar. Es muss ein Projekt, ein klar abgeschlossenes Projekt sein, was etwas Neues entwickelt, was sich in 6 Monaten realisieren lässt. Es gibt natürlich immer wieder auch Teilprojekte, die Teile von größeren FOSS-Projekten sind oder dann werden, wie zum Beispiel Nextcloud Collectives, das ist ja jetzt auch ein Teil von Nextcloud, aber es muss schon ein innovativer Teil eines Projekts sein. Ich habe noch einmal eine Frage, wie ist denn genau Team definiert? Weil Sie vorhin gesagt haben, Firmen nein, aber Team ja. Wie ist das, weil auch ein Team muss ja in irgendeiner Rechtsform sein. Ja, irgendwo werden ja die Mittel ausgeschüttet an irgendjemand. Irgendjemand ist der Empfänger. Da können die diese Teams sich dann als eine GbR gründen. Das ist der Weg in der Regel, über die dann das Geld ausgezahlt wird. Dabei unterstützt der Prototype Fund auch. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, als wenn man es einfach nur als Einzelperson macht. Aber das ist nicht zu schwer. Das machen die Teams, die beim Prototype Fund mitmachen, immer wieder. Und das ist die Rechtsform. Wir haben jetzt ein bestehendes Open-Source-Projekt und würden das gerne auf Barrierefreiheit
erweitern. Also es ist noch nicht barrierefrei. Kann man mit sich sowas bewerben? Ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wir sind jetzt natürlich eine Firma und bieten das auch Firmen an. Ist ein ERP-System. Und ich hatte mich auch schon beim Prototype Fund beworben und wir haben ein Team gebildet und haben aus der Firma praktisch die Leute als Privatpersonen sich bewerben lassen als Team. Ja, das ist ist böse, aber es ist ein ERP-System. Die ganzen Funktionen, die kriegen wir finanziert. Aber einmal den Pflegeaufwand oder jetzt das wirklich barrierefrei zu machen, da kriegen wir halt keine Finanzierung oder da denkt nicht eine Firma, ja, das ist mir so wichtig, das würde ich gerne finanzieren. Und es hat einen großen gesellschaftlichen Wert, weil die meisten Firmen sind kleinere KMUs, wo alle möglichen Mitarbeiterinnen dran arbeiten. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall nicht das Beispiel, wie der Prototype Fund angelegt ist. Ich meine, versuchen kann man es immer mit der Bewerbung, aber das ist ja dann schon, es klingt danach, als wäre es dann doch ein Unternehmen, was sich da bewirbt. Ja. Ich würde an der Stelle jetzt beenden, wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit. Danke nochmal für den Vortrag. Genau, und wenn es sonst noch Fragen gibt, immer gerne per E-Mail. Oder jetzt auch noch im Anschluss, wenn es gerade nicht gepasst hat.